Nella seconda parte è la religione e le sue determinatezze. Dice Hegel, la religione, attraverso le varie determinazioni del concetto, percorre la sua evoluzione. Questa annotazione è interessante appunto perché il concetto di evoluzione ha qui una delle prime occorrenze. La religione, attraverso, scrive Hegel, la religione attraverso questo processo guadagna, ottiene la natura del concetto, ovvero il suo concetto si rende oggettivo, si oggettiva. Questa strada è il divenire del concetto. Sind drei Weisen der endlichen Religion zu unterscheiden. Die Religion der Unmittelbarkeit oder des Seins mit dem Maßlosen und Endlichen, in dem alles Endliche negiert ist, alles Mannigfaltige untergeht. Das bezieht sich auf die eigentlichen orientalischen Religionen mit ihrem Spinozismus, also, oder auf die indische, persische, ägyptische Religion, die er aber in diesem Manuskript nicht sehr ausgeführt hat. In den späteren Jahrgängen hat er ja sehr viel ausführlicher über diese Religionen sich verbreitet. L'articolazione delle religioni è in tre parti, delle religioni finite. La prima religione citata è la religione dell'immediatezza o dell'essere, dello smisurato, dell'infinito, in cui ogni finito è negato e ogni molteplice tramonta. Questa si lega, insomma, questa prima forma di religione trova la sua manifestazione nelle religioni orientali, così come nello spinozismo, ma anche appunto in generale nelle religioni orientali che, come diceva il professore, poi negli anni, Hegel, su cui Hegel ritornerà negli anni ampliando moltissimo questa parte. Die zweite Form der Religion in der Bestimmtheit des Wesens. Die Bestimmtheit des Wesens, in der Wesenslogik wird ja die Notwendigkeit abgehandelt. Die Notwendigkeit spielt eine wesentliche Rolle und hinter der Notwendigkeit steht dann die Freiheit, die allerdings hier noch nicht so zur vollen Entwicklung kommt, sondern dann erst im Christentum. Aber sie hat natürlich mit der Notwendigkeit schon ihren Anfangspunkt. Hier behandelt Hegel die jüdische Religion, die den Übergang von den orientalischen Religionen her bildet, und dann die griechische Religion, die er mit der jüdischen in einem zusammennimmt als die Religion der Erhabenheit und der Schönheit. La seconda viene detta la forma dell'essenza o della de determinatezza in quanto tale. In queste religioni Hegel fa rientrare, sono tutte quelle forme che hanno anche una prima forma immediatezza di libertà, l'intuizione del destino, della necessità, che si differenzia dall'esistenza finita e appunto in cui comincia ad entrare un elemento di libertà. In questo ambito viene trattata la religione ebraica, la religione greca. In generale, appunto, quelle che definisce come la religione della bellezza e del sublime. Die dritte Form der endlichen Religion ist die Religion des endlichen Begriffs, in der die Kategorie des Zwecks zur wesentlichen Kategorie wird. Und diese Religion sieht Hegel in der römischen Religion, wo alles auf endliche Zwecke hin ausgerichtet ist. Und zu dieser Art von Religion gehört dann auch der teleologische Gottesbeweis, der von der Zweckmäßigkeit der Schöpfung ausgeht, um Gott zu beweisen, während der kosmologische Gottesbeweis schon vorher in der Wesensreligion abgehandelt worden ist. La terza forma di religione è quella che definisce come religione del concetto finito, in cui subentra il concetto di relazione allo scopo esterno. A questa appartiene, sostanzialmente la religione romana che si lega alla finalità esteriore, e con ciò anche alla sua, Aberglauben, la sua superstizione. Grazie. Wie viel Uhr ist es um noch Zeit? Halbe Stunde, ja. Wie viel? 20 Minuten. Noch 20 Minuten? Ja, genau. possiamo parlare fino a tre quarti d'ora, tenuto conto della traduzione consecutiva. Also 20 Minuten. 20 Minuten. Ja, mach kürzer, mach ich kürzer. Ja. Nach diesen drei Weisen der Religion, die Hegel geschildert hat, kommt die konkrete Vorstellung Gottes, der Gottesbegriff.
Der Gottesbegriff zum Beispiel in den Naturreligionen ist so charakterisiert, dass Gott in der Form des Endlichen angeschaut wird, also in den Naturgestalten, in Sonne, Mond und Tieren und das zeigt sich im Kultus, dass zum Beispiel in der ägyptischen Religion der Apis-Stier nicht als Symbol verstanden wird, sondern der Apis-Stier ist der Gott selbst. Se per esempio ci soffermiamo sull'immagine e la rappresentazione concreta di Dio, ovviamente Hegel, per orientarci meglio, nelle varie religioni determinate analizza sempre gli stessi aspetti, tra cui appunto la rappresentazione di Dio. Se noi prendiamo ad esempio la rappresentazione di Dio che compare nelle religioni naturali, questa sarà una rappresentazione ad esempio negli animali. Quello che è importante è che gli animali nei quali si rappresenta l'immagine di Dio non sono intesi come simbolo, perché l'operazione di astrazione e di simbolizzazione ancora non è in atto, ma in queste religioni naturali l'animale stesso è Dio, quindi diciamo questo processo ancora non si è compiuto, questo passaggio. Ich gehe über zur Religion der Erhabenheit und Schönheit, also der Religion des Wesens, jüdische und griechische Religion. Das Wesen ist Macht, Gewalt über das Andere und das Endliche. Sie wird dadurch als Notwendigkeit bestimmt. Gott wird in der jüdischen Religion als einer bestimmt, gegen die Bestimmung der Vielheit der Götter. Dadurch unterscheiden sich natürlich jüdische und griechische Religion. Aber es geht beides mal um die Macht, die in der jüdischen Religion von Jehova ausgeht, von dem einen Gott, und in der griechischen Religion die Notwendigkeit des Schicksals, also die Nemesis. Ja. Sì, a questo punto appunto il professore è passato all'analisi della religione del sublime e della bellezza, cioè la religione dell'essenza, dicevamo il secondo tipo di religione, appunto siamo partiti dalla religione naturale, ora passiamo rapidamente al secondo tipo di religione, la religione giudea e quella ebraica e quella greca. In questo caso appunto il concetto è quello della molteplicità degli dèi e invece d'altro canto quello della nemesi, della necessità, no? Nel caso della religione giudea, in quella greca, no? Che sono due categorie metafisiche che sono alla base. Wir kennen die Kategorien der Erhabenheit und Schönheit primär als ästhetische Kategorien, aber Erhabenheit heißt hier in der jüdischen Religion im Grunde Macht und weniger eine ästhetische Kategorie. Grundbestimmung ist hier das Verhältnis zum einen, zur absoluten Macht des Herrn, und Hegel sieht hier dann auch entsprechend seiner sonstigen Vorstellung von Macht das Verhältnis von Herr und Knecht. Das ist hier die Basis des religiösen Verhältnisses. Erst im Christentum ist die Religion der Knechtschaft überwunden. Ja. E appunto analizzando il rapporto che si trova alla base della religione del sublime e della bellezza, chiarisce il professore, il sublime qui non è una categoria estetica, ma è piuttosto il sublime come potere, per cui non è appunto, dicevo, una categoria estetica, ma raffigura il rapporto concreto anche che si trova tra il credente e Dio, che è un rapporto di signoria e servitù. In realtà la prima religione in cui questo rapporto di sottomissione viene superato, di schiavitù, di servitù, in realtà è soltanto la religione cristiana. Invece nelle religioni precedenti il rapporto tra credente e Dio, e quindi in scala nella definizione politica, il modello politico vigente, è quello della subordinazione. Die Notwendigkeit, die mit der Nemesis gegeben ist, hat zur Folge, dass das Selbstbewusstsein im griechischen Geist keinen Trost finden kann, sondern die Nemesis lässt den Menschen einfach zurück mit dem einfachen "Es ist so". Und
Der griechische Kultus kennt aber trotzdem die Freude und den Genuss, im Besitz des Allgemeinen zu sein. Heiterkeit und Freiheit sind hier zumindest als Möglichkeit vorhanden. Appunto nel culto anche della religione della bellezza, ma in generale appunto questa idea che passando dalla religione del sublime a quello della bellezza, dice il professore, il modello della Nemesi ancora manifesta un rapporto di subordinazione per cui l'uomo non può nulla, no? In questa relazione, quindi ancora c'è un rapporto impari. Hegel behandelt dann das Opferwesen bei den Griechen und dann den Mysterienkult und zieht eine sicher sehr überzeugende Parallele zum griechischen Theater. In den Mysterien sieht er einen Vergleich mit der griechischen Tragödie und Komödie, die ja auch historisch Bezugspunkte hatten zum Mysterienkult, was eine Reinigung. In der Tragödie erfolgt die Reinigung, die Anschauung der göttlichen Mächte, in der Komödie das Preisgeben alles Endlichen, sogar der göttlichen Mächte selbst. Nur das eigene Bewusstsein, der Gewissheit seiner selbst, hat in der Komödie dann il höchsten Punkt erreicht. Sì, il punto è proprio, riguarda anche la questione del mistero, no? Appunto di questa inattingibilità e di questa distanza, e dice che illustrando il caso della religione della bellezza, Hegel riprende il rapporto tra la tragedia e la commedia rispetto al processo catartico, per cui il problema è semplicemente appunto che questa catarsi via via che ci spostiamo sul piano dalla tragedia alla commedia avviene con più o meno consapevolezza, no? Una crescente coscienza, consapevolezza. In der römischen Religion, die jetzt nun behandelt wird, ist es eine Religion des Zwecks und der Zwecke, wie ich schon gesagt habe, und der Zweck hat die Aufgabe, aus der Endlichkeit herauszuführen. Und er ist ein Verhältnis des Verstandes. Die Religion, die sich darauf gründet, ist eine Verstandesreligion. Und dem entspricht dann auch der teleologische Gottesbeweis. Gott ist bestimmt als das Wesen, welches zweckmäßig handelt. Gott handelt in der Welt zweckmäßig und weise. Man spricht auch von Physikotheologie deswegen. Es existiert eine weise Ursache als Intelligenz durch Freiheit. In der römischen Religion gab es zwar viele Götter für die sinnliche Anschauung, was sie mit der griechischen Religion gemeinsam hat. Aber die römische Religion hat nicht die Aspekte der Schönheit und der Freiheit wie bei den Griechen. E quindi arriviamo al terzo modello di religione, che è quello romano, la religione del fine, lo scopo, lo Zweck, ha appunto l'obiettivo di sollevare l'uomo dal piano della finitezza e quindi di raggiungere, di creare l'identità con tra concetto e realtà. E qui interviene la trattazione della prova teleologica di Dio. In questo aspetto nella religione ci sono delle affinità ancora che permangono nel passaggio dalla religione greca alla religione romana, nella religione romana ci sono molti dei soggetto appunto all'intuizione sensibile. E questo è uno degli elementi appunto che ancora accomuna la religione greca romana a quella precedente greca, soltanto che nella religione greca l'elemento della bellezza domina, mentre nella religione romana è proprio la finalità che diventa centrale nella trattazione. Inhaltlich sind die beiden Zwecke der römischen Religion einerseits der Staat, andererseits die Hervorbringungen der Naturmacht und die physische Not. Die Religion ist politisch, das heißt, die Religion hat auch die Aufgabe, das Gedeihen und das Glück und die Ausbreitung des römischen Reichs, die Fortuna Publica, zu sichern. Das Allgemeine der Natur wird als Obs verehrt, als allgemeine Naturkraft, die über der ganzen Natur schwebt und dann auch die Ernte und
ja, den Ackerbau schützt und hervorbringt. Dadurch werden auch andere konkrete Zwecke mit in die Aufgaben der Religion aufgenommen. Zum Beispiel gibt es so seltsame Götter wie der Getreidebrand, Rubigo oder ähnliches. Sì, appunto, ritornando sullo statuto della religione della finitezza, i due scopi principali che sono posti nella religione romana sono da un lato lo Stato, dall'altro il superamento del potere della natura e della necessità fisica, quindi l'uscita da questa subordinazione dalla condizione naturale. Ora è interessante appunto che la fortuna pubblica proprio come elemento, come scopo all'interno della religione romana diventa uno dei punti centrali, e poi vengono posti accanto ad essa altri scopi secondari, per esempio appunto semplicemente di utilità, come la Dea Fornax per il fuoco, insomma tutti gli scopi determinati che sono posti e che hanno a che fare con la quotidianità. Fornax, che parla Ofen. Ja, ich gehe über zur christlichen Religion. Die christliche Religion ist das Bewusstsein Gottes als des absoluten Gegenstands, der absoluten Macht, die unendliche Form in der Form der Subjektivität, der Geist seiner Gemeinde, welches subjektives Selbstbewusstsein er mit sich vereinigt. Die christliche Religion ist offenbare und geoffenbare Religion. Das Offenbaren ist die Natur Gottes, wieder Manifestation des Unterschieds in der Einheit, also diese Standardformel. Oder wieder ein Zitat, das das Gefühl der Abhängigkeit illustriert dabei. Der Hund hat, wenn er geprügelt wird, auch die Empfindung eines Höheren. Aber der Mensch ist Selbstbewusstsein und der Geist hat keinen Sinn, wenn er sich nicht selbst Gegenstand wird. Daher ist diese Religion Versöhnung der Welt mit Gott und auch Religion der Freiheit. E arriviamo adesso appunto alla terza parte, quella che tratta della religione cristiana. La religione cristiana compiuta è la coscienza di Dio come dell'assoluto oggetto, del potere assoluto, la forma infinita nella forma della soggettività, dello spirito, della sua comunità, che è unita anche alla consapevolezza soggettiva, quindi comunità, consapevolezza soggettiva. La religione cristiana è perciò, e qui il tedesco è un gioco di parola che noi non riusciamo a rendere bene, offenbare religione, religione rivelata e manifesta, cioè qualcosa che viene data, rivelata, ma che si manifesta. Dio si rivela nella ragione e al divino nell'uomo, quindi ciò che si rivela è la natura di Dio, la manifestazione del differente nell'unità. Sì, direi che... In diesem Zusammenhang erklärt Hegel auch den ontologischen Gottesbeweis. Die beiden früheren Gottesbeweise gingen vom Endlichen aus. Vom Endlichen wurde auf das Sein Gottes geschlossen, auf die Existenz Gottes. Während der ontologische Gottesbeweis fängt im Grunde mit dem Begriff Gottes an. Gott ist Ausgangspunkt, wenn ich die Idee Gottes, und es soll nur aufgezeigt werden, dass diese Idee auch wirklich ist. Der Inhalt des ontologischen Beweises ist, dass Gott das allerrealste Wesen ist. Zu den Prädikaten Gottes gehört das Sein. Auch für Hegel fasst der Begriff Gottes dessen Sein in sich. Also Sein ist Prädikat. Gegen Kant. Kant sagt, das Sein ist kein Prädikat. Der Begriff ist hier die Idee selbst, sodass man in drei Stufen den Gottesbeweis durchführen kann. Die Idee Gottes in der Bestimmtheit des Begriffs, Gott in seiner Ewigkeit, das Denken des Denkens, die Idee an ihrer Diremption, Gott als Schöpfer und Erhalter der Welt und dann die ewige Geschichte der Idee selbst, die Erlösung. Ja, vielleicht noch ein bisschen weiter. Der dreieinige Gott ist ein spekulatives Mysterium, wie wir schon gehört haben.
Diese unendliche Persönlichkeit ist von sich selbst unterschieden, aber der Unterschied auch aufgehoben, sodass sie kein Gegenständliches ist. Das kann man mit Begriffen schwer nachvollziehen. Gott ist die ewige Liebe und in seinem Sohn der Ausdruck für Erzeugung. E a questo punto invece nella religione cristiana viene trattato il problema della prova ontologica. Come sapete, appunto, essendo il più alto degli enti, a Dio non può mancare l'esistenza. E diciamo, Hegel in parte condivide questo aspetto, ma è appunto sotto forma di predicato di Dio. Dio come l'ente più perfetto deve anche essere reale, altrimenti non sarebbe l'ente più perfetto. Anche per Hegel, quindi, il concetto di Dio comprende in sé la sua esistenza. E così il concetto si supera nella sua parzialità e si pone come oggettività. E qui il concetto è l'idea stessa. E questo concetto, l'idea di Dio, lo possiamo tripartire in modo astratto, l'idea di Dio, in modo concreto, la separazione, Dio come creatore costruttore del mondo, e la storia eterna dell'idea stessa, la resurrezione. La redenzione. E il mistero trinitario, naturalmente la natura trinitaria di Dio resta un mistero speculativo, ma sicuramente, diciamo, indica la personalità infinita è in se stessa distinta nelle sue parti, ma queste parti a sua volta, in quanto attraverso anche l'amore eterno, si riuniscono, e quindi appunto questo gioco trinitario che è difficile da restituire, e quindi, diciamo, la natura. In der Form des Gefühls heißt diese Identität mit unendlicher Differenz Liebe, in der Form der Reflexion Subjektivität. Das Anderssein, das zweite Moment, die zweite Sphäre der Idee ist ein abstraktes Anderes als Unterschied gesetzt, das Moment des Negativen. Es fehlt nur in der Vorstellung auseinander ein ewiger Akt, eine ewige Tat Gottes. Die dritte Stufe ist die Rückkehr des Negativen, die Weisheit Gottes, zum Beispiel in Hegels Naturphilosophie auch. Ja, und ich mache noch ein bisschen weiter, kürzer, wir haben keine Zeit mehr. Ne? Ich mache kürzer, ja. Sì, naturalmente il primo momento è quello più astratto, il secondo momento coincide con l'essere altro, quindi il momento del negativo, il momento della distinzione, e poi il terzo livello, questo in cui si ricompone la negatività e quindi la distinzione, è quello della sapienza di Dio, della saggezza di Dio. Ich fasse den Teil über die christliche Religion nochmal zusammen nach dem wesentlichen Punkt. Das ist jetzt noch mehr zusammengefasst. Okay. Hegels Grundprinzip der Darstellung der Logik, der Wissenschaft der Logik in der Religion findet im christlichen Bereich seinen Höhepunkt in der logischen Interpretation des Lebens Christi. Das Leben Christi wird als Modell der Entwicklung der Idee verstanden. Und das ist eine Idee, die Hegel dann näher ausführt, also die Entzweiung und dann im Kreuzestod und dann aber die Rückkehr in der Auferstehung. Also das ist das Leben Christi ist praktisch ein Anwendungsfall für die Entwicklung der Idee. Sì, brevemente, appunto, sintetizzato, dice: in realtà la religione cristiana è molto importante perché nella vita di Cristo si riassumono quelle che sono le tappe fondamentali dell'idea nella scienza della logica, no? Quindi prima il darsi della vita, poi il momento della dissoluzione, poi il momento della...
E quindi diceva il professore, effettivamente possiamo considerare la vita di Dio come il momento esemplificativo della vita dell'idea che si esprime nella logica. Zur Vollendung der Erlösung gehört dann die Gemeinde der Gläubigen. Während in Christus der Einzelne seine Darstellung gefunden hat, ist die Gemeinde dann wieder eine Darstellung von vielen Einzelnen. Und im Kult der Gemeinde herrscht dann der Heilige Geist. Heiliger Geist. Heiliger Geist, ja. Während Christus und dann der Heilige Geist. Und Hegel interpretiert am Schluss auch das Untergehen der Gemeinde. Und es ist schwer zu verstehen, warum man an das Untergehen der Gemeinde denkt, denn die Gemeinde ist ja eigentlich auch gedacht für das Überdauern der Gemeinde in der Zeit. Und Hegel verwendet hier dann den Begriff von mit einem Misston enden. Also das ist in der Nachschrift schlecht oder nur schwer verständlich geschildert, und das hat aber Hegel in seinem Manuskript besser. Soll ich das mal vorlesen? Also da sieht man wieder, wie auch manchmal die Nachschrift verständlicher ist als das Manuskript Hegels verständlicher ist als die Nachschrift. Ja. Ich fasse zusammen inzwischen. Sie suchen, ja. Sì, l'ultima parte della religione, delle lezioni della religione è dedicata alla comunità, al culto e alla comunità. È molto importante perché appunto nella comunità si manifesta, si rivela lo Spirito Santo. Ora, l'ultima parte in assoluto di questa lezione è dedicata allo Untergehen della comunità, cioè il tramonto della comunità. In che senso la comunità tramonta? Nella vera religione la comunità non dovrebbe tramontare. E allora che cosa pensa Hegel quando si riferisce al tramonto della comunità? In questo caso dice la Nachschrift, le lezioni degli studenti, le trascrizioni degli studenti non sono tanto chiare quanto invece il manoscritto hegeliano del 1821, che rispetto a questo aspetto esprime invece un elemento di maggiore chiarezza. Per cui il professore voleva leggere un brano piccolino del manoscritto. Die Formulierung mit einem Misston enden kommt zweimal vor. Hegel macht sich selbst den Einwand, wenn die Kirche untergehen würde, dann würde ja das ganze Erlösungswerk mit einem Misston enden. Und das darf sozusagen nicht sein und kann nicht sein. Aber die andere Frage, die nicht mit dem Misston enden soll, ist die Versöhnung von Vernunft und Religion. Also die Auflösung dieses Konflikts hat die als Aufgabe die Philosophie. Und Religion und Philosophie gehören zusammen. Die Philosophie ist im Grunde auch ein Priesterstand und ein Heiligtum, und ganz unbekümmert, wie es in der Welt zugehen muss, das ist der Besitz unserer Wahrheit. So ungefähr. Sì, dice, il problema del tramonto della comunità, della dissoluzione della comunità non può essere, perché questo significherebbe naturalmente dare alla religione, far perdere alla religione qualsiasi senso, qualsiasi funzione, perché appunto il tramonto della comunità religiosa significherebbe una messa in discussione dell'intero ruolo della religione, ed è proprio per questo che appunto diciamo, resta importante capire in che termini si gioca ancora il rapporto tra ragione e religione, e questo viene trattato appunto nelle ultime parti delle lezioni di filosofia della religione, dove dice Hegel la religione deve rifugiarsi nella filosofia, e quindi diciamo che la risoluzione di questo conflitto, così come viene prefigurato nel manoscritto del 1821, è una risoluzione per cui tutto quello che ancora è limitato all'interno della religione trova la sua realizzazione. Quindi come si supera questa contraddizione tra religione e ragione? La religione, dice Hegel con questa espressione bellissima, muss in die Philosophie sich flüchten, si deve rifugiare, deve fuggire nella filosofia. Wie viele Minuten sind noch? Das ist vorbei, aber wenn Sie noch etwas möchten. Ja, ich wollte noch einiges sprechen. Okay. Fünf Minuten. Langsam. Ja. Dann denkst du noch langsamer. Hm.
Ich hatte schon mehrmals erwähnt, dass die Religion in Hegels Deutung von den Kategorien der Logik bestimmt ist. Das Allgemeine, das Besondere, das Einzelne, dann Begriff, Idee, Geist und so weiter. Die Kategorien der Logik. Zugleich aber ist es eine Geschichtsphilosophie, nämlich eine Philosophie der Religionsgeschichte. Alle Religionen werden behandelt und es ist Hegels besondere Leistung, dass er das zum ersten Mal gemacht hat und weder vor ihm noch nach ihm ist die Religionsgeschichte von einem philosophischen System aus als Einheit verstanden worden. Zugleich war er aber